Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 20 unseres HTS Adventskalenders. Heute kommen wir bei den Rollen im Rudel zum Teamplayer und ich muss sagen, dass das die Rolle ist, von der wir am meisten gelernt haben. Zum einen ist das ein Hund, der Spiel oder das, was Menschen als Spiel bezeichnen, im Sinne von wildem Rumrennen, ist etwas, das toleriert er überhaupt nicht und da geht er sofort und splittet diese beiden Hunde, während er ruhige oder stationäre freie soziale Spiele zulässt und sogar selber gerne mitspielt. Der Teamplayer ist ein Hund, der mir häufig vorgestellt wird als unberechenbar und ein Hund, der häufig aus Hundeschulen oder von Hundewiesen rausgeflogen ist. Eben erstens, weil er das, was Menschen denken, was Spiel ist, einfach nicht zulässt. Und zum anderen, weil er ein wahnsinniges Gespür dafür hat, ob er einen extrovertierten, also einen roten Hund vor sich hat, oder einen introvertierten, also einen gelben Hund vor sich hat. Und entsprechend korrigiert er eben auch mit Rot und mal mit Rot und mal mit Gelb. Und das kann für die Menschen oft unberechenbar erscheinen, weil sie das nicht einschätzen können, weil sie diese Feinfühligkeit des Teamplayers eben nicht haben. Der Teamplayer an sich ist ein grüner Hund, ähnlich wie die graue Eminenz. Das heißt, zunächst einmal versucht er alles mit Präsenz und dann im Folgenden, je nachdem, wen er vor sich hat, korrigiert er mal mit Gelb, mit einer Verwarnung und mal körperlich. Der Teamplayer ist im Alltag eigentlich ein gut zu führender Hund, wenn man eben ein bisschen guckt, wer kommt einem wo entgegen und wenn man so ein bisschen Extrovertierte von introvertierten Außenreizen unterscheiden kann und den Teamplayer nicht versehentlich in Situationen bringt, die für ihn schwer auszuhalten sind. Ein Agility-Turnier zum Beispiel, wo er angebunden warten muss, während andere Hunde rennen, das ist für einen Teamplayer ein ziemlicher Horror und wird dir auch mit diesem Hund gar keinen Spaß machen. Was die Leinenaggression angeht, ist es so, dass er nicht unbedingt zur Leinenaggression neigt, außer er hat einen hysterischen Besitzer, also einen Besitzer, der beim Anblick von Hunden nervös wird und so weiter. Das überträgt sich sofort und als grüner Hund übernimmt er dann diese Aufgabe und regelt das selber. Ein hochsozialer Hund, von dem wir ganz, ganz viel gelernt haben, aber eine Herausforderung für den Menschen, weil der Mensch sich seine Umwelt, nicht nur Hunde, sondern im Allgemeinen seine Umwelt gut angucken muss, um sich zu überlegen, welche Situationen mutet er seinem Teamplayer zu und welche nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt die Rolle des Teamplayers ein bisschen verstanden und wir hören uns morgen.